Kommen wir zur ersten Frage. Wo wurde Mose als Kind von einer ägyptischen Pharaonentochter gefunden? War es A. direkt vor der Tür, B. unten ein Fluss, C. in Windeln gewickelt in einen Stall, D. mitten in einen Acker oder C. in einer Babyklappe? Ich glaube, es war die Babyklappe. Nein, die Babyklappe habe ich mir selber ausgedacht. Die ist Blödsinn. Die gab es damals auch gar nicht. Wenn es die Babyklappe nicht ist, dann ist es der Fluss. Bist du dir da wirklich ganz sicher? Was für ein Fluss soll denn das sein? Der Rhein? Die Elbe? Oder was? Aber von einem Kind in Windeln gewickelt, da habe ich schon mal was in der Bibel gelesen. Ich an deiner Stelle würde C nehmen. Nein, ich bleib bei B. Okay, du willst ja unbedingt B haben. Und das ist leider richtig.